Herzlich willkommen Leute zu einer neuen Review und zwar heute SmackDown mit dem Alex. Hey Leute. Ja, mal wieder heute das erste Mal, wo keine Weekend-Reviews tatsächlich am Sonntag um 14 Uhr online kommen, sondern ihr habt es ja sicherlich auch schon in eurer Abo-Box gesehen, NXT, Lucha Underground und SmackDown einzeln reviewed. Das heißt, klickt einfach auf die Sachen, die ihr sehen wollt. Alle Links zu den weiteren Reviews sind auch in der Beschreibung. Das heißt, falls ihr euch da durchklicken wollt, dann klickt nach diesem Video einfach Lucha Underground an oder NXT oder wie auch immer. Vielleicht guckt ihr kein Lucha, dann könnt ihr nur SmackDown und NXT angucken. Ich denke, so ist das einfach ein bisschen einfacher für euch und für mich auch zum Schneiden. Von daher, das ist alles eine Win-Win-Situation, wie andere Leute sagen würden. Und die SmackDown ist vom 29. Januar 2015 und ich muss ja sagen, ich habe sie live geguckt. Ich nicht. Gut. Naja, aber hat sich's gelohnt? Ja, ich weiß nicht, also ich habe halt heute früh währenddessen so ein paar Thumbnails erstellt, aber ja, es war auf jeden Fall, wie ich fand, keine so schlechte Ausgabe. Also ich habe auf jeden Fall schon Sachen gesehen, die mich nicht so entertained haben wie diese SmackDown-Episode. Also sie hatte auf jeden Fall ihre Berechtigung. Und am besten, wir fangen einfach mal an hier, denn die SmackDown-Ausgabe startete mit Triple H. Der macht sich nämlich auf den Weg zum Ring, begrüßt die Fans und sagt, es war eine verrückte Woche, weil erst wurde ja Raw gestrichen nach diesem unglaublich harten Winter, Schneesturm, wie auch immer. Und dann konnten sie da keine Show abhalten, aber machen jetzt hier dafür die Live-Show. SmackDown ist live. Und ja, wie gesagt, ich habe es auch live geguckt. Wenn man dann schon keine Raw live hat, dann wenigstens eine SmackDown live ist ja auch mal was Cooles. Genau, er sagt, diese Royal Rumble-Buhrufe waren unglaublich krass, denn er hat nicht gedacht, dass Reigns so ausgebuht wird und sagt dann, dass er für den Montag bei Raw dann ein Announcement machen kann, beziehungsweise machen wird. Und zwar wird er da sagen, vielleicht gibt es eine neue Ansetzung, vielleicht gibt es noch ein Number One Contenders Match oder ein Turnier um den Triple Threat Spot oder so, ich weiß es nicht. Dolph Ziggler könnte vielleicht rein, Dean Ambrose, Daniel Bryan, glaube ich eher nicht. Er hat uns auf jeden Fall Hoffnung gemacht, ne? Uns Richtig. allen. Also die Anfangspromo war, ich meine, hat halt noch gesagt, 1 Million Abonnenten hat das WWE Network bekommen Er hat und dann noch so so eine weiter. Anspielung auf den Super Bowl irgendwie gemacht, ne? Nächste Woche. Oder man hat gesagt, WWE ist so toll. Ja, wie Im immer halt. Endeffekt. Ja, ist es ja nicht. Aber wenigstens hat er uns Hoffnung gemacht und vielleicht sagt er einfach so, Reigns, du bist gestrichen oder so. Hoffentlich. Naja, glaube ich eher weniger. Wäre auch ein Ja. bisschen unlogisch, aber wer weiß. Es kann im Endeffekt alles passieren bei Raw, von Ja, daher. es ist auf jeden Fall besser fürs Business als mit Reigns. Richtig. Naja, muss man so sagen, stimmt schon. Reigns ist halt einfach noch nicht bereit, aber diese Diskussion fangen wir jetzt nicht an, sonst werden wir morgen nicht fertig mit der Review. Aber was ich sagen wollte, man könnte das Match ganz einfach viel interessanter machen. Genauso, ich habe es schon mal erwähnt, genauso wie bei John Cena gegen Brock Lesnar. Keiner wollte das Match zum x-ten Mal sehen. Auf einmal hat man Seth Rollins drin und das Match wurde richtig, richtig stark. Und ja, so könnte man das hier auch machen. Irgendeinen Star reinbringen, der auf jeden Fall im Ring sehr, sehr viel Können hat. Und dann wird das alles gleich viel interessanter. Vielleicht noch eine logische Story. Man hat da viele Möglichkeiten. Und dann wird das schon. Genau. Sure. Passt Ja? schon. Ja, ich war schon froh, dass kein Heel-Turn von Reigns kam, weil. Oder wollen wir direkt das letzte Jahr nochmal wiederholen? Ne? Ja, hätte man ja jetzt schon fast machen können, so wie der ausgebuht wird, aber wäre ja wieder genau das Gleiche und wäre langweilig. Richtig. Reigns kommt dann raus und sagt, also Triple H hat ja sowas gesagt, es gab ja sehr, sehr kontroverse Meinungen über dieses Royal Rumble Ende und Roman Reigns kommt raus und sagt, er versteht es nicht so recht, warum das jetzt als Kontroverse angesehen wird und so kontrovers gewesen sein soll.
ich habe gewonnen und ich gehe zu WrestleMania, sagt er. Und dann sagt Triple H, glaube ich, das stimmt, du hast das Match gewonnen, aber gewinnst du auch dieses Match? Und ja, schickt dann quasi damit Big Show raus. Also Triple H hat dann gleich eine Überleitung zum nächsten Match gemacht. Und zwar kommt Big Show raus und das ganze Match beginnt. Big Show gegen Reigns. Na, rate mal, wie lange das ging. Hat keiner Bock drauf. Aber es ging fast eine Viertelstunde, ne? Ja, 13 Richtig Minuten. lang, ey. Ich weiß nicht, ne? Man hat zwei nicht so wirklich Edeltechniker im Ring, um es mal gut auszudrücken, ne? Ja, wenn ich Und das schon höre, das Match, wenn ich schon Big Show versus Reigns höre, ich meine, da kann man sich eigentlich gar nicht richtig drauf freuen, oder? echt nicht. Also, das ist so lächerlich gewesen. Hast du diese Kopfschere von dieser Head Ja. Scissor von Reigns gesehen? Die war ja Ich so habe gebotcht. sofort zurückgespult und habe mir das nochmal angeguckt. Ich weiß nicht, was das soll. Wollen die mir jetzt ein neues Moveset verpassen? Aber ich meine, so nicht. Also ohne Witz, gebt Reigns doch. Man hat es jetzt hier wieder gesehen in einem 13-Minuten-Match. Natürlich, Big Show ist nicht der Super-Gegner, aber Reigns hat mal wieder kein Super-Match, also kein unglaublich tolles Match gehabt. Jetzt stell dir mal vor, Seth Rollins hätte gegen Big Show gewrestelt. Das wäre so viel interessanter gewesen, beziehungsweise nicht interessanter, doch interessanter natürlich auch, aber Ja, halt auch einfach besser. wrestlerisch. Ja, wrestlerisch viel besser gewesen, aber gut. Eins Reigns. muss ich dem Big Show auf jeden Fall aber anerkennen. Ich meine, der Typ wiegt 220 Kilo und der hat aber keine Probleme damit, ja, durch die Gegend zu fliegen wie kein Zweiter. Also, als er da vom Turnbuckle geflogen ist, Reigns den runtergeschmissen hat, in Anführungsstrichen, das ist schon krass, dass der mit seiner Masse einfach so Sachen noch durchzieht. Also, das muss ich dem anerkennen, aber sonst ist das einfach kein gutes Wrestling. Richtig. Reigns gewinnt nach dem Big Show, genau, nach dem Spear gegen Big Show. Nach 13 Minuten war ein sehr, sehr eigenartiges Match. Hat ja mich nicht wirklich unterhalten. Und ja, ist eigentlich nicht wirklich der Rede wert. Genau. Gab ein Segment mit Vince McMahon. Also lese ich hier gerade, war glaube ich in der Live-Ausgabe nicht drinnen. Also ich habe es auch gesehen, der sagt halt, ja, freier Monat fürs WWE Network und Ach so. hat Stuss erzählt so ein bisschen, aber war auch extrem kurz eigentlich. Ja. Gut, dann gibt's ein Segment. Seth Rollins steht gemeinsam mit der J&J Security im Ring. Hattest du sonst nichts mehr dazwischen? Was? Also hier in der Aufnahme hat man irgendwie nach Vince McMahon nochmal Roman Reigns am Feiern gesehen. Echt? Dann hier war noch ein Video vom Arnold Schwarzenegger, weil der ja in die Hall of Fame Ja aufgenommen gut, aber wird als darüber müssen wir nächster. jetzt nicht reden, oder? Ja, aber Schwarzenegger ist cool, sollte man doch erwähnen. Ja, aber Der ist ein guter Mann. ich weiß nicht, was Schwarzenegger in der WWE Hall of Fame zu suchen hat, um ehrlich zu sein. Ja, wüsste man, was der als Gouverneur zu suchen hatte? Egal, der hat trotzdem ein guter Bodybuilder. Er ist halt einfach da. Das ist das Wichtige. Genau. Naja, okay, jetzt zerfreuen uns, jetzt kommen die wichtigen Sachen. Genau. Rollins kommt nämlich zum Ring, sagt, er spricht eine Open Challenge aus, weil er heute mal extrem gute Laune hat. Ryback kommt raus. Erst hat Rollins so ein bisschen gesagt, ach, kommt doch eh keiner raus, will doch eh keiner mich fighten. Auf einmal kommt Ryback raus und attackiert Rollins und die J&J Security. Aber die können sich so ein bisschen retten. Dann kam Eric Rowan Ryback zur Hilfe und genau, Ziggler kam dann noch dazu am Ende. Konnten die Faces dann die Heels zurückschlagen und ich weiß jetzt nicht genau, was dieses Segment sollte. Sollte wahrscheinlich wieder so ein bisschen überbrücken, dass immer noch diese Spannungen zwischen Ziggler, Eric Rowan und Ryback und der Authority da sind. Aber gut, was Naja. soll's. Ja, ist aber blöd, dass irgendwie Seth Rollins bei jedem zweiten Segment am Ende wegrennt. Also, ob das sein muss, naja. Ja, das ist schon irgendwie etwas komisch, aber egal, was soll's. Naja, ja. Es wurde ja für diese Episode auch ein Casket-Match bestätigt. Also Kane gegen Daniel Bryan. Und zwar kommt jetzt auch Kane, beziehungsweise steht er in einem Videosegment vor einem Sarg und sagt, dass es eine Überraschung gibt, aber kein Happy End. Und ja, macht so ein bisschen Daniel Bryan Angst, sagt,
Er wird nur noch die Dunkelheit sehen, wenn er dann in diesem Sarg liegt, wenn er ihn da reingelegt hat. Und die Herzschläge werden immer und immer lauter. Irgendwann versucht er, diesen zu entkommen, verzweifelt dann. Und leider wird niemand mit ihm Mitleid haben, auch nicht Gott mit seiner Seele. Und dann fügt er noch hinzu, dass er einfach ihn zerstören wird und so weiter. Hat halt nochmal. Man hat das halt nochmal aufgebaut im Main Event für den heutigen Abend, war aber auch nichts Großes. Ich finde es geil, dass es ein Casket-Match mal wieder gab, aber gut, das ist halt so, dass man auch das bei großen Fehden hatte. Ich weiß jetzt nicht, ob Kane und Bryan so eine große Fehde war, aber wir kommen dann später gleich nochmal drauf zu sprechen. Denn dann gab es noch ein Match zwischen Tyson Kidd und Jey Uso, ging nur 2,5 Minuten. Tyson Kidd gewinnt mal wieder ein Match. Ich war auf jeden Fall richtig glücklich. Am Anfang war ich ein bisschen traurig. Warum hat Tyson Kidd keine eigenen Theme-Song mehr? Ja, ich fand den Theme-Song vorher auf jeden Fall geil. Aber ein Glück hat er gewonnen. Und ich mache mir auf jeden Fall Hoffnung, dass Tyson Kidd und Cesaro noch jetzt Jimmy und Jay besiegen dürfen, bevor die Ascension dran ist. Ja, Ich mag die beiden vielleicht. ja extrem gerne. Ja, ich mag persönlich die Ascension mehr. Also, wenn man es jetzt einzeln nimmt, Tyson Kidd und Cesaro als Einzelwrestler, mag ich natürlich die beiden mehr, aber im Tag Team kann ich außer den Aktionen, die die immer zeigen, noch nicht so viel mit denen anfangen. Ja, muss ja auch nicht. Ich meine, wenn die Titel jetzt holen und bei WrestleMania von The Ascension zerstört werden, kann man doch schön einen Split bringen danach. Und dann Ja, wir gucken hätte auf man jeden die ein Fall. bisschen overer als vorher. Hoffentlich, hoffentlich. Naja. Ja, aber wir gucken auf jeden Fall mal, was sich da in der Tag-Team-Szene entwickelt. Ist bestimmt auch eine interessante Sache zwischen den ganzen Tag-Teams hier. Ich weiß nicht, wie das weitergehen wird, aber wir werden das auf jeden Fall sehen. Jetzt kommt ein Segment, was ich nicht ganz gesehen habe. Vielleicht gucke ich mir das nochmal an, wenn es sehenswert war, aber ich habe irgendwie in der Pause mal kurz weggeschaltet und habe dann das halbe Segment oder so verpasst. Und zwar war das ja dieses Segment Rusev und Lana gegen John Cena. Was ist denn da genau passiert? Ja, Rusev und Lana stehen halt außerhalb des Rings. Ich meine, wir sind uns ja alle schon im Klaren darüber, dass da eine große Fehde aufgebaut werden soll. Ja, und ich finde immer noch, John Cena sollte immer noch ein bisschen kleiner gehalten werden. Ich bin schon froh, dass er jetzt nicht mehr um den großen Titel mitspielen darf. Sein Mic-Work ist aber auf jeden Fall richtig geil gewesen. Der hat auf jeden Fall ein paar lässige Sprüche rausgehauen, auch wenn es so ist wie immer im Endeffekt. Aber es waren auf jeden Fall ein paar witzige Sachen dabei. Was meinte der? Ja, keine Ahnung, ich glaube, der hat auch Lana eine Ho genannt zwischendurch. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ja, da war ich dann auch wieder da. Also, als er das gesagt hat, da kann ich mich noch dran erinnern. Ja, halt am Anfang war Rusev sauer, weil er am Rumble da am Ende rausgeflogen ist. Und ja, das war dann noch, dass er irgendwie hätte Lesnar bei WrestleMania facen sollen. Und man merkt auch das Publikum, die Rusev über alles hassen. Die patriotischen Amerikaner, die den Russen über alles hassen, wollen immer noch lieber Rusev als Reigns beim WrestleMania Main Event Ja. sehen. Ich finde das so krass. Das ist echt heftig, ey. Absolut, ja. Ich weiß auch nicht, wie genau das kommt, aber gut, ist ja auch egal. Ja, das Segment, also was ich gesehen habe, war es auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Was sonst noch war, ich weiß es jetzt nicht, ich habe das halbe Segment halt nur gesehen. Aber ich denke mal, John Cena ist guter Mike, Rusev und er könnten eine gute Fehde haben, vorausgesetzt. Rusev geht raus als Sieger aus der Fehde und behält den US-Title. Also das ist meine Bedingung an dieses Match. Ja, das ist aber eine harte Bedingung, ne? Das ist eine sehr harte Bedingung, aber ich weiß nicht, will man John Cena jetzt das Momentum von Rusev geben? Das würde Ich für mich nicht, Vince, ja. Wins, das würde für mich keinen Sinn machen, Alter. Wieso? John Cena braucht keinen Aufbau mehr. Der Typ wird seit zig Jahren, seit einem Jahrzehnt wird er aufgebaut. Seit mehr als einem Jahrzehnt. Warst du bei dem Spruch dabei, als John Cena gesagt hat, ich hatte schon die Titel, als du noch keine Schambehaarung hattest und du noch keine Boobs zu Lana und Rusev?
Ich weiß nicht, ob ich da schon. Ich War kann auf mich. jeden Fall feierbar, da war ich Ja, schon das. ganz gut dabei, aber ich möchte trotzdem nicht, dass Cena gewinnt, egal was für Sprüche der raushaut. Ja, also John Cena darf das hier halt einfach nicht am Ende gewinnen. Weil sonst, das ist halt wie. Das ist wie gegen Bray Wyatt. Am Ende kommt dann wieder Bray Wyatt. Guckt euch Bray Wyatt nach WrestleMania 30 an. Der ist so in der Versenkung verschwunden durch diese Niederlage gegen Cena. Ich bring diesen Vergleich immer und immer wieder. Und. Der passt ja auch immer und immer wieder. Das ist das Traurige. Ja, und ich bringe euch noch einen Vergleich, den bringe ich auch immer und immer wieder. Und zwar, John Cena ist eine schwarze Wand, was das Wrestling angeht. Und Rusev ist eine, sagen wir mal, graue Wand mittlerweile. Er ist jetzt keine weiße Wand mehr, aber eine graue noch. Und wenn jetzt durch eine Niederlage Dreck an diese Wand kommt, sieht man das bei John Cena nicht, das heißt, er verliert kein Momentum oder sonstiges oder nur sehr, sehr wenig. Und bei Rusev sieht man das halt stark, da ist dann so ein Fleck drauf und das darf einfach nicht bei einem Ja, ich würde Aufbau. sagen, Rusev ist sogar noch weiß, oder? Guck mal, der ist bis jetzt ungeschlagen. Das ist das, womit die Stimmt. immer werben. Ich bin noch nie besiegt worden, noch nie durch Submission und oder Pin, noch nie, noch nie. Und dann kommt wieder ein Cena und zerstört das noch mal. Stimmt, eigentlich, wenn man das so sieht, ist er auf jeden Fall noch eine weiße Wand. Aber gut, das nur darauf übertragen. Und wenn man, Rusev ist natürlich so ein Charakter, der ist da, um jemanden overzubringen, das ist schon klar, aber doch nicht John Cena. Meiner Meinung nach braucht Dean John Cena diesen Ambrose. Sieg nicht. Dean Ambrose wäre zum Beispiel eine super Lösung. Da könnte man so geile Sachen mitmachen. John Cena, Dean Ambrose, der Badass und, Rusev, der dieser ultimative russische Zerstörer ist, und dann gibt's eine geile Fehde und die beiden beat the hell out of each other und dann gibt's den Gewinn von Dean Ambrose. Er ist over und ja, Rusev ist dann halt auch Geschichte. Ich meine, wenn er dann jemanden overgebracht hat, ist sein Charakter, denke ich mal, auch vorbei. Man könnte ihn noch als was anderes bringen, aber ich weiß nicht, ob er dann noch Zukunft hätte. Aber das auf jeden Fall zu diesem Segment. Ich bin sehr, sehr gespannt, was bei Fastlane kommt. Da wird es ja ein Non-Title-Match geben, soweit ich weiß. Aber Ja, gut. kein richtiges Ende, auf keinen Fall. Ja. DQ oder ausgezählt oder Eingriff, ich weiß es noch nicht, aber kein richtiges Ende. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass John Cena jetzt hier gegen etwas jüngere Leute geht und nicht immer im Main Event rumgammelt. Ist ja schon mal positiv anzurechnen. Trotzdem, wenn er dieses Jahr wieder irgendwann den WWE-Titel gewinnt, raste ich wieder aus. Das sage ich euch. Ihr müsst euch mal die Statistik angucken. Wenn man das jetzt rundet, gehen wir einen Champion-Titel hoch. Er hat bisher 15 WWE-Teile oder World-Teile, sage ich mal, gehalten. Wenn wir jetzt einen noch hochgehen, hat er im Durchschnitt zwei Titel pro Jahr gewonnen, seitdem er in der WWE ist. Beziehungsweise seit er seinen ersten Titel gewonnen hat, so ist richtig. Das Ja, ist einfach nur lächerlich. das will Und keiner. ja, von daher das dazu, aber gucken wir mal, wie es in der Fehde noch weitergeht. Wird sicherlich noch diverses kommen. Mal gucken. So, dann gibt es noch ein Divas-Segment. Nikki und Brie machen Paige runter und attackieren sie. Mehr auch nicht. Ein Titelmatch. Was? Wir werden bei Fastlane gibt es ja dann das Titelmatch Paige gegen Nikki. Ja, richtig, Ich freue das mich dazu. ein bisschen drauf, weil ich Paige sehr mag. Nikki natürlich nicht so. Ja, Naja. gut, aber das auf jeden Fall auch dazu. The Ascension gegen Goldust und Stardust. 5 Minuten hat das Match gedauert, war nicht schlecht oder so, war halt einfach wieder ein Durchschnittsmatch, wo The Ascension overkommen sollte. Ich meine, sie gewinnen dieses Match schön und gut. Mein Problem ist bloß, wenn man sie, ihnen jetzt nur so einen kurzen Push gibt und sie dann fallen lässt, macht man den größten Fehler, den man machen kann. Man muss sich das mal bei NXT geben. Schöner Aufbau da gewesen. Und dann sind sie halt einfach auch ein dominantes Tag-Team und haben die Lucha Dragons durch ihren Sieg da bei Takeover. Ich weiß jetzt nicht, Takeover Fatal 4-Way was, glaube ich. Haben sie die richtig, richtig overgebracht. Und das war einfach nur genial. Von daher, Ja, das. wenigstens sind es keine Jobber. Man muss ja positiv denken in der WWE-Welt. Gold und Richtig. Stardust sind ja schon relativ große Gegner. Und ich denke, am Ende, da war auch so ein kleines Anzeichen dafür, dass es den Split bald gibt, oder? Da war doch dieses Goldust ist auf Ja. jeden Fall am Gewinn, der war richtig am Start. Und Stardust klatscht von hinten ab. Die reden miteinander oder diskutieren kurz. Und das war im Endeffekt die Niederlage, weil da Stardust dann nicht drauf geachtet hatte und dann von Connor, glaube ich, am Ende runtergeschubst wurde vom Seil. Stimmt, absolut.
Ja, mal gucken. Also ich finde es auch cool, dass man hier wieder, man sieht halt einfach, dass die WWE sich Gedanken macht. Hat man wirklich auch wieder in dieser SmackDown-Episode meiner Meinung nach gesehen. Es sind ja diese Gerüchte da, dass Stardust und Goldust sich trennen sollen und dann Match als Cody Rhodes, also Stardust Turn to Cody Rhodes und dann gibt es das Match zwischen den beiden, wo Cody Rhodes endlich wieder overkommt, als Cody Rhodes dann tatsächlich und dann wieder weitergeht. Fände ich sehr, sehr geil. Ich will dieses Match schon Ewigkeiten sehen. Goldust ist einfach, wenn du jemanden in der WWE respektieren solltest, dann ist es Goldust, der sich jetzt schon so lange in der WWE den Arsch abarbeitet, der immer noch so viele Bumps nimmt, der mit on the road mit der WWE ist und einfach die ganze Zeit Matches bestreitet, obwohl er nicht mehr der Jüngste ist. Und einfach größten Respekt dafür, ist einfach super und die beiden mag ich auf jeden Fall sehr. Jetzt nicht unbedingt als das Tag-Team, wo sie gerade auftreten, aber wenn sie eine Fehde haben, bin ich auf jeden Fall hoch interessiert darin und das wird geil. Kann man zustimmen. Als Gut. nächstes kommt schon wieder ein Kane-Segment. Ich glaube, das letzte haben wir vergessen. Der Kane, der hat jetzt schon das dritte Segment, wo der vor dem Sarg steht. Und irgendwann Ja. hatte ich einfach keinen Bock mehr. Was soll das? Und dann noch diese Orgelmusik, die hat schön gepasst. Ja, die nächste Szene war viel, viel besser, als der Zauberer da war. War das in der Live-Show? Ja, oder? Das war, ja, natürlich, also. Das war ja eins der witzigsten Segmente noch. Richtig, da war so ein Zauberer oder Magier oder wie auch immer. Und um ihn herum standen R-Truth, Alicia Fox, glaube ich. Summary ist Egal. Zack Ryder, oder? Zack Ryder Ja, habe ich auf egal jeden wer Fall da. gesehen. Ja, egal. Auf jeden Fall ein paar WWE Superstars oder Wrestler, wie ich sie gerne auch nenne, Wins. Und er führt einen Zaubertrick vor und zeigt dem quasi The Miz und Mistau und oder was man vorher noch anführen sollte. Miz und Mistau kamen erstmal her und dann sagt dieser Magier da Nice to meet you. Und, ich wollte schon immer mit dir reden und sagt das so in die Richtung von Miz und reicht dann aber Mistau die Hand und schüttelt sie ihm und Miz halt richtig wieder im Regen stehen gelassen quasi. Einfach so lustig. Das Segment lief dann darauf raus, dass der Magier The Miz einen Trick gezeigt hat, der ihn nachgemacht hat und ihm dann nicht geglaubt hat, dass das wirklich so ein Trick sei. Das war halt mit einem Ei, der hat dann quasi ein richtiges Ei gemacht und dann sollte er ihm beweisen, dass es echt ist und er klatscht es ihm gegen den Kopf und fertig. Gut. Ja, war ein lustiges Segment, meiner Meinung nach. The Miz und Mistau sind halt immer wieder diese Spannungen jetzt zu erkennen hier zwischen den Kurz vorm beiden. Split, yes. Richtig. Ich denke mal, spätestens bei Fastlane kommt dann der endgültige Split, wo The Mistau wieder zu Sandow wird und dann gibt's die Fehde und das wird auch cool. Freue ich mich auch drauf, dass sich diese beiden splitten. Also wenn Goldust und Stardust und Miz und Mistau sich splitten, bin ich auf jeden Fall in diese beiden Matches interessiert, muss ich sagen. Vorausgesetzt aber, dass auch Sandow und Cody Rhodes dann jeweils gebracht werden Ja. und nicht der Gegenpart. Richtig. Also davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Genau, cooles, kleines Segment, aber trotzdem eher nichts wirklich Besonderes. Beziehungsweise, ja, war halt wieder so ein kleines Backstage-Segment. Dann gibt es eine Promo von Wyatt, der halt einfach keinen Auftritt hatte, aber halt trotzdem hier so ein bisschen Promo-Micwork machen darf und so weiter. Er findet Genuss in den Dingen, welche seine Eltern vor ihm verstecken oder was allgemein versteckt wird, hat eben einen Reiz, sagt er. Und es braucht etwas, um die Leute zum Lächeln zu bringen. Aber nach dem, was als nächstes passieren wird, wird es den Leuten schwerfallen, lächeln zu können, sagt er. Und gut, das sagt er so in dieser Promo. Wir sind jetzt schon wieder fast eine halbe Stunde unterwegs. Wir sollten uns mal ein bisschen beeilen. Gut, wir haben ja auch nur noch ein Match. Und Zu zwar. erwähnen ist aber doch noch, also ich direkt bei Bray Wyatt, der hat doch ihm gesagt, ich habe vor nichts Angst, vor nichts Lebendem, vor nichts Toten und nicht direkt Undertaker-Anspielung, bitte lass es wahr werden. Ja,
Man hat so ein bisschen geteased, aber ich will noch nicht zu viel sagen. Ah, okay, jetzt zum Hauptmatch. Genau. Main Event, Daniel Bryan gegen Kane. Und zwar ein Casket Match. War mal wieder schön, ein Casket Match zu sehen. Daniel Bryan gewinnt gegen Kane, indem er ihn eben in den Casket schmeißt und ihn zumacht. So gewinnt man eben ein Casket Match. Ja. War ein sehr, sehr schönes Match, meiner Meinung nach. Hat mich auf jeden Fall mehr unterhalten als Kane vs. Big Show. Und das Ganze hier ging 22 Meinst Minuten du lang. Big Show gegen Reigns? Also, ja, Ja, richtig. Meinte ich. Reigns gegen Big Show, genau. ja. Ja. War auf Ja. jeden Fall ein cooles Match. Ich fand gut, als er den Yes Lock, den Yes Lock, halb in dem Sarg gebracht hat und dadurch Kane rein befördern wollte. Erinnerst du dich? Ja, das. War auf jeden Fall eine witzige Sache. Auf einmal greift er den Arm, fängt an, oh shit, jetzt kommt der Yes Lock und. Aber ich bin froh, dass so geendet ist, war ja alles richtig so. Naja. Gibt's auch Richtig. nicht so viel zu sagen. Ja, von daher schöner Main Event. Ich würde jetzt noch ein bisschen drüber reden, aber da wir eh schon lange Zeit drauf haben und auch vorhin schon ein bisschen darüber geredet haben, würde ich sagen, wir beschließen diese Smackdown-Episode dabei und bewerten sie noch kurz. Meiner Meinung nach Entertainment-Note, wenn ich mir das Ganze so überlege, eine, ja, 3 plus, würde ich mal sagen. Ja, ich hätte an eine 2 minus gedacht, da sind wir uns ja recht Gut. ähnlich. Also 2 bis 3. Und Wrestling-Match-Note war auch für mich eine 3 plus bis 2 minus. Ja, Also. so ein Brian am Ende, der lässt da immer noch ein bisschen was Gutes im Gedanken, aber wenn man an das Anfangsmatch denkt, dann wird es schon ziemlich runtergezogen, ne? Ja, von daher geben wir einfach eine 3 dieser Show. Eine 3 plus machen wir einfach mal. Für SmackDown diese Woche war jetzt nicht so schlimm. Ich würde sogar fast zwischen 2 minus und 3 plus tendieren. Ich kann mich jetzt bloß leider gerade nicht entscheiden, aber war auf jeden Fall nichts so Schlimmes. Von daher kann man sich angucken und war ein Raw-Ersatz, der halbwegs in Ordnung war, sage ich mal. Ja. Und es geht, denke ich mal, weiter bei SmackDown. Mal gucken, wie man sie jetzt weiter overbringt, diese Show, beziehungsweise ob man sie noch relevant hält oder das dann trotzdem wieder aufgibt. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und genau, falls ihr jetzt die nächsten Reviews, die wir auch noch heute hochgeladen haben, anhören wollt, dann klickt einfach in die Beschreibung. Da ist die Lucha Underground Review und die NXT Review von uns. Hört da rein und ich würde sagen, wir sehen uns. Ciao. Tschüss.